Hallo zusammen und willkommen bei meinem neuesten YouTube-Tutorial. Ich bin der Dmitri Patok und wie ihr am Titel seht, möchte ich heute ein bisschen über Docker-Grundlagen sprechen und in dem Fall über PostgreSQL und pgAdmin. Oder besser gesagt, wir werden diese zwei Container bei uns einrichten und ein bisschen damit rumspielen, dabei lernen, wie man mit Docker interagiert. Genau. Kommen wir dann erstmal zu dann ein bisschen Anfangsdingen. Ich weiß jetzt nicht, wie ich sie am besten auf Deutsch nennen soll. Genau. Einerseits meinem GitHub-Account. Da werde ich eine Dokumentation hochladen oder die ist bereits hochgeladen. Die heißt Obsidian Docs. Findet ihr hier. Das ist diese Applikation im Grunde. Das heißt, Obsidian ist eine coole App, die ich sehr gerne mag. Genau, da kann man sich im Grunde so eine schöne Dokumentation aufbauen und ich versuche das gerade für unsere Tutorials oder für die zukünftigen Tutorials zu machen. Und das seht ihr auch hier, dass ich hier schon mal was aufgebaut habe, zum Beispiel für Docker. Und das wird alles in meinem GitHub-Account eingecheckt sein. Aber kommen wir erstmal zu Docker selbst. Was ist denn eigentlich Docker? Genau, Docker. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden geblendet, weil es hat mich gerade ein bisschen überrascht. Es ist in meinem Zimmer dunkel und das grelle Licht blendet extrem. Aber ja, Docker. Docker ist im Grunde eine, man kann sagen, ein VM-Host, sowas wie VirtualBox, das ihr vielleicht kennt, nur viel cooler, wie ich finde. Also man kann so in im Grunde beschreiben. Es ist keine VM, also es hostet keine wirklichen VMs, es hostet sogenannte Containers, die viel kleiner als VMs sind und viel schneller und viel einfacher zu deployen sind. Genau, Docker könnt ihr euch hier herunterladen auf www.docker.com für euer Betriebssystem. Ich habe hier noch einen Link geöffnet für Windows, das ist hier. Weil bei Windows werdet ihr WSL 2 benötigen. Man kann es auch mit Hyper-V machen. Ich empfehle es nicht. Ich finde WSL 2 einfacher. Und es ist auch relativ einfach zu installieren, indem man auf diesen Link klickt. Dann kommt man auf die Seite von Microsoft und da steht dann, wie man es installiert. Im Grunde WSL-- install, dann wird es installiert. Windows wird neu gestartet und danach wird noch eine Linux-Version installiert. Ich glaube, Ubuntu ist die Default-Version. Dort müsst ihr euer Passwort definieren für euren Administrator und seid danach fertig. Und habt eine Ubuntu-VM in Anführungszeichen oder Subsystem im Hintergrund eures Windows-Rechners, das ihr theoretisch vergessen könnt oder ihr könnt damit auch später herumspielen. Aber das ist im Grunde wichtig für Docker auf Windows. Und wenn ihr das gemacht habt, erscheint und ihr Docker Desktop installiert habt. Danach, also Docker Desktop sollte man nach Subsystem installieren, habt ihr dann diese Oberfläche, das ist Docker Desktop. Ihr müsst euch ganz kurz auf der Docker Webseite registrieren, um dann aufs Docker Hub zu kommen. Ich verwende Docker Desktop selten, aber wir werden hier so ein bisschen damit herumspielen. Aber kommen wir zum Docker selbst. Hier vorhin ein bisschen mit Networks herumgespielt, habe es vergessen zu löschen. Genau, Docker kann man auch über die Konsole verwenden. Ich verwende es sehr gerne über die Konsole und der erste Befehl, den wir lernen werden, ist Docker PS zum Beispiel. Damit kann man die aktuell laufenden Container anzeigen, auflisten. Aktuell läuft bei mir nichts, deswegen wollen wir jetzt einen Container herunterladen. Und wir werden PostgreSQL dafür verwenden. PostgreSQL ist eine SQL-Datenbank, eine Open-Source-Datenbank, die ihr eigentlich lokal installieren könnt, aber ich finde es viel cooler, wenn man es als Docker-Paket installiert. Sehr viele Applikationen haben Docker-Pakete. Wenn ich mal hier hingehe, da wird wir auch irgendwo wahrscheinlich eine Docker. Ich weiß nicht mehr, wo ich das damals her hatte. Irgendwo gab es noch einen Link zu Docker. Egal. Denn ich kenne die. Oder wer möchte ich vielleicht noch?
Ja, egal. Ich suche jetzt nicht, weil ich kenne an sich die den Namen davon, also das Images, das wir ziehen wollen mit dem Befehl Docker Pull, das ich hier auch in der Dokumentation gekennzeichnet habe. Das ist im Grunde Postgres. Das ist der Container, den wir herunterladen wollen. Ich komme gleich drauf. Ich glaube, ich habe Postgres. Genau. Hier hatte ich den Link dazu. Das ist im Grunde, hier ist der Docker Hub. Ihr benötigt da, glaube ich, eine Registrierung, damit ihr die Images ziehen könnt. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob man tatsächlich eine benötigt oder nicht. Ihr könnt es mal ohne ausprobieren. Aber hier sind zu dem Image die Versionen, die man ziehen kann, die Tags, die sogenannten. Und dann gibt es noch eine Dokumentation, wie man dieses Image ausführen kann. Genau, aber kommen wir zu Docker Pool. Weil wir wollen ja uns dieses Image jetzt ziehen mit Hilfe Docker Pull Postgres. Das machen wir. Docker Pull Postgres. Latest, Doppelpunkt Latest ist der Tag, also damit können wir die Version definieren, die ihr, wenn ich das mal öffne, hier seht. Wie zum Beispiel hier eine. Latest ist in dem Fall 16. Wenn wir zurück zu Docker kommen, zu unserem Kommandozeile kommen, dann lösche ich mal Latest und drücke Enter und ihr seht, er zieht automatisch Latest, wenn wir nichts angeben. Und jetzt lädt er sich die Dinge runter. Solange er sie sich runterlädt, schauen wir uns an, was der nächste Befehl ist. Weil der nächste Befehl ist es im Grunde, Postgre-Container zu starten. Der wird ausgeführt mit Docker run. Minus D heißt im Detached Mode, dass wir nicht direkt in der Kommandokonsole landen von dem Container, dann können wir mit minus E ein paar Parameter angeben, ein paar Environment-Variablen angeben, deswegen minus I. Und die werden meistens bei den Containern definiert. Und minus P, damit zeigen wir im Grunde mit einem Host-Port von unserem Rechner auf einen Port innerhalb des Containers, damit wir per Netzwerk auf unseren Container zugreifen können. Minus minus Name. Damit sagen wir im Grunde, definieren wir den Namen unseres Containers und Postgres ist der Image. Ich hab grad einen Fehler gesehen und korrigiert, genau, weil das hier ziehen wir ja nicht einen Container, sondern Image und aus dem Image erstellen wir einen Container. Genau, und die zwei Environment-Variablen hier sind User, Postgres-User und Postgres-Passwort. Genau, wenn ich mal auf den Browser zurückgehe und uns hier die Konfiguration anschaue, das wird auch hier alles genannt. Hier steht es. Minus Name, some Postgres, hier ist das Passwort und das sagen wir first detached den Container Postgres aus. Und später steht auch irgendwo für den Benutzer. Genau, Passwort und User, das sind unsere zwei Parameter, aber wir schauen mal. Container wurde gezogen. Jetzt wollen wir mal Docker run minus D für detached. Ich habe gerade wieder vergessen, was für Parameter ich haben wollte. Genau, wir wollen diese zwei. Ich kopiere einfach mal alles, weil ich zu faul zum Schreiben bin. Ich hoffe, dass das passt. Genau, minus D, Docker run minus D, minus E Postgres App User. Das wird unser Benutzer für die Datenbank sein. Passwort ist 123456789 und der Port 5432 des Containers wird auf den Port 5432 des Hosts, also unseres Rechners, übertragen. Das könnt ihr euch als VM vorstellen. Das ist unser Rechner, auf dem wir arbeiten. Wenn wir diesen Port aufrufen, ja, bei unserem Rechner, dann landen wir im Container auf dem Port und auf dem Port läuft PostgreSQL. Genau, das ist der Name des Containers, wenn wir das jetzt ausführen, sollten wir einen Hash bekommen, hoffentlich. Genau. Jetzt wollen wir mal schauen, ob der Container läuft. Und da sehen wir unseren Container. Wir sehen, es ist das Image Postgres. Die ID, das ist im Grunde die ersten Zeichen des Hashes, wie ihr hier oben seht. Wann er created wurde, wie der Status aussieht. Und da sieht man das zum Beispiel. Im Grunde der Port 5432 auf 5432 gemappt wird im Container. Genau. Und der Name des Containers ist PostgreSQL.
Das können wir uns jetzt in Docker Desktop anschauen. Da sehen wir den Container, der aktuell läuft, und das Image. Ich starte mal die, oder nein, wir machen jetzt mal weiter, weil wir wollen vielleicht noch einen zweiten Postgre-Container starten. Ich zeige euch, wie einfach das geht. Ich führe denselben Befehl aus, aber jetzt gebe ich dem Container einen anderen Namen. Und wichtig, wir müssen auch den Port unseres Hosts verändern, weil der Port 5432 des Hosts unseres Rechners ist bereits besetzt mit diesem Container, der hier läuft. Deswegen müssen wir jetzt einen anderen Port. Wir haben jetzt zwei Container laufen. Zweimal den SQL Server im Grunde. Jetzt wollen wir noch ein drittes Mal starten zum Spaß. Und das ist halt das Geile, was ich an Containern finde. Dass man im Grunde sehr schnell sehr viele Container hochfahren kann für Testing und was auch immer. Aber da sprechen wir gleich noch etwas drüber. Genau, wir haben hier die drei Container, die aktuell laufen, auf diesen unterschiedlichen Ports. Das ist unser Host, das ist innerhalb des Containers der Port. Genau. Was wir jetzt noch haben wollen, ist pg-admin. Das ist eine Administrationsoberfläche, mit dessen Hilfe wir im Grunde unsere SQL-Server administrieren können, die wir definiert haben. Oder PostgreSQL-Server. Wir gehen auf Download, da gibt es auch einen Link zum Container. Hier ist besser gelöst, da sehen wir den Link direkt. Okay, hat mich ein bisschen irritiert. Ich dachte, der führt mich direkt zum Container, aber ich glaube, hier muss ich hin. Genau, und da ist unser Container. Und die Doku ist wahrscheinlich irgendwo definiert, aber ich habe es auch für euch schon rausgesucht. Wir pullen jetzt mal den Container, ich kopiere das. Füge das hier rein. Und wir laden es runter. Solange das Ding runterlädt, schauen wir uns den pg-admin an. Und das sind im Grunde die Environment-Variablen. Die sind wichtig, die wir definieren wollen. Damit definieren wir unseren Benutzer, Administrationsbenutzer für die Oberfläche und das Passwort. Ich nehme mal hier ein einfacheres Passwort für mich. Weil ich will es nicht... Das vereinfachen wir auch ein bisschen. Genau. Und jetzt kopiere ich das und der Docker Container sollte gezogen worden sein. Nicht Container, Image. Und wir wollen jetzt den Container starten. pg-admin. Genau, der läuft. Wir schauen, ob er auch tatsächlich läuft und da sehen wir ihn. Genau. Jetzt wollen wir nochmal bei uns hier anschauen. Wir sehen, es gibt hier zwei Images, die wir uns heruntergeladen haben. Sind relativ klein, so 500 Megabyte. Und die Container, die hier laufen. Und wir können uns jetzt im Grunde den pg-admin-Container, oder nicht den Container, sondern die Applikation aufrufen, indem wir hier auf diese Adresse klicken. Da steht, seht ihr, localhost 5051, das ist die Adresse bei uns auf dem Host. Und die leitet dann auf localhost 80 im Port. Genau, wenn wir alles richtig gemacht haben, landen wir jetzt in der Ansicht. Und jetzt können wir uns hier einmelden mit den Zugangsdaten, die wir eingegeben haben. Und die waren, ich muss mich wieder daran erinnern, name@email.de. Und das Passwort 1234.0. Genau, Login. Wir hoffen, dass es klappt. Es scheint geklappt zu haben. Wie ihr seht, läuft unser pg-admin-Container und zu dem Container können wir uns jetzt die SQL-Server hinzufügen oder PostgreSQL-Server besser gesagt. Genau. Server 1 nennen wir das. Connection. Und jetzt müssen wir die Adresse des Servers finden. Hier ist es ganz wichtig, wir befinden uns hier, nicht mehr auf unserem Host, wir befinden uns hier im Container. Deswegen können wir nicht einfach sagen localhost 5432, sondern wir müssen jetzt eine andere Adresse eingeben. Die habe ich für euch hier auch markiert,
oder definiert. Das heißt host.docker.internal. Wir wollen auf den internen Port 5432. Host.docker.internal. Das kopiere ich. Wir werden das noch ein paar Mal benötigen. Username war AppUser und Passwort war Passwort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Wir hoffen, dass es klappt. Es klappt nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Wir schauen uns mal die Container an, weil ich glaube, das hatte ich schon mal das Problem. Genau. Irgendwas war bei der Eingabe. Also, ich habe, wenn ich die Kommando, die Befehle reinkopiere in die Kommandokonsole, scheinen die nicht richtig zu klappen. Also, wir sehen, hier ist der Benutzer Postgres angelegt worden. Ich wollte aber AppUser, weil wir haben ja hier den Befehl eingegeben gehabt. Genau, PostgresUser ist gleich AppUser. Dann probieren wir es mal mit Postgres aus. Ich habe falsch wo hingeklickt. Genau, das klappt. Ganz kurz, was ich vorhin hier gemacht habe. Ich bin ja hier auf Containers gegangen, habe hier auf den ersten Container geklickt, weil dann können wir uns direkt den Container anschauen. Da sieht man zum Beispiel die Logs von dem Container, dann kann man hier die Dateien anschauen, die er erstellt hat und so weiter. Und hier wird als erstes Log angegeben, welche Datenbank erstellt wurde. Deswegen wusste ich, dass ich jetzt nicht zum App-User, sondern zu Postgres mich verbinden musste. Aber gut, wir haben hier den ersten Server, da sehen wir, dass ein paar Requests abgesendet wurden. Das sind die Requests des PG-Admins gewesen. Wir fügen jetzt zusätzliche Server hinzu, wenn wir schon mal die anderen angelegt haben. Server 2. Oh Mann, ich habe das andere kopiert aus Versehen. Host. Ich vergesse immer die Adresse, weil ich sie relativ selten verwende. Host.docker.internal, genau. Ist eigentlich relativ einfach zu merken. Internal. Und dann werde ich Support 5433 für den anderen Container. Ich probiere es mal nochmal mit AppUser. Passwort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Schauen, ob es hier klappt. Hier klappt es. Das ist ein bisschen komisch, was ich bisher noch nicht verstehe, warum das passiert. Wenn ich den Befehl reinpaste, dann klappt er nicht. Wenn ich den Befehl dann hervorhebe oder per Hand tippe, dann scheint er diesen Parameter zu übernehmen. Den Parameter übernimmt er immer. Ich weiß nicht, was er für ein Problem mit dem App-User hat. Irgendwas verstehe ich da, glaube ich, noch nicht an der Funktionsweise. Aber okay. Wir schauen es mal an. Wir haben jetzt zwei Server laufen mit ein paar Datenbanken. Da gibt es zum Beispiel eine App-User-Datenbank. Bei dem anderen sollte es gibt's diese Hallo-Datenbank, warum auch immer. Genau, das ist die Default-Datenbank, die angelegt wird. Glaube ich. Schauen mal, was in Hallo überhaupt drin liegt. Schemas, Public, was haben wir hier? Haben wir hier Tables? Oder habe ich die Datenbank mal angelegt? Ich glaube, dass das an dem Dateisystem liegt. Egal, wir werden da jetzt nicht. Ich habe eine Idee, warum das passiert bei dem ersten Befehl, bei der ersten Befehlsausführung und bei den anderen nicht mehr. Aber da gehe ich vielleicht in einem anderen Video drauf ein. Das sollte bei euch theoretisch nicht passieren, denke ich. Aber jetzt wollen wir mal den nächsten Server verbinden. Server 3 nennen wir ihn mal. Jetzt habe ich nicht geschrieben. Host.docker.internal und 5434.
Username. App User, Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Genau, und wir haben hier unsere drei Server angelegt. Theoretisch können wir hier noch um einiges mehr Server anlegen, wenn wir einfach hier reingehen und sagen, okay, wir wollen einen vierten Server haben. Wir müssen wieder den Port anpassen. Zeigen uns nochmal Docker an, da sehen wir unsere ganzen Container. Aber was ich jetzt mal machen will, ist, ich möchte den aktuell erstellten Docker-Container mal löschen. Docker-rm postgresql-4 Docker-stop postgresql-4. Genau, wir haben den jetzt gestoppt, weil er ist gelaufen. Wir können ihn nicht löschen, solange er läuft. Wir müssen starten. Wir können auch starten mit Docker Start. Das habe ich euch noch nicht gesagt. Genau, jetzt läuft er. Da sehen wir, dass er seit 3 Stunden läuft. Wenn wir jetzt mal Docker Stop machen, also 3 Sekunden, sorry. Da sehen wir, dass er, ich glaube, der wird jetzt hier nicht auftauchen, genau, weil DockerPS die gestoppten Container nicht anzeigt. Minus AL. Genau, jetzt zeigt es uns auch die gestoppten an. Ja, jetzt wollen wir mal den Docker-Container löschen. Genau, wir haben PostgreSQL 4 gelöscht. Wir wollen jetzt mal auch den 3er löschen. DockerPS. Jetzt laufen nur noch 2 Container. Und wir schauen uns mal unseren Admin an. Theoretisch sollte der hier keine Verbindung. Genau, der hat die Verbindung zu dem Container verloren, weil diesen Container es nicht mehr gibt. Und da wird sich jetzt jedes Mal beschweren, aber bei einem anderen, da können wir noch weiterhin drauf zugreifen. Das ist halt das Coole an dem an Docker, meiner Meinung nach. Wir können, es gibt sehr viele unterschiedliche Docker-Container, die man unter Docker, wo ist denn das der Docker? Wir schauen uns mal hier an. Wir können die Container hier unter, nicht Container, ich verwechsel immer den Namen, Docker Hub hieß es genau. Images heißen die Dinger und hier können wir nach Java. Okay, gibt es nicht. Wartet mal. Man sucht eigentlich hier oben. Ich verwende den Docker Desktop sehr selten, deswegen vergesse ich es jedes Mal. Aber genau, da können wir unterschiedliche Container suchen. Zum Beispiel können wir uns ein, jetzt fällt mir nichts ein, Debian. Irgendwas Container laden, zum Beispiel PyHole auf Debian Base, können wir direkt hier ausführen, ohne viel einrichten zu müssen. Das ist halt so mega geil an Docker. Wir können schon für uns zusammengepackte Programme in einem Container, in einer so VM in Anführungszeichen, herunterladen, ausführen und danach, wenn wir es nicht mehr brauchen, löschen. Und wir können auch sehr viele Container parallel laufen lassen und das kostet uns nicht viel Leistung. Genau. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr daran Spaß hattet, mal Docker auszuprobieren, dass ihr etwas gelernt habt und dass ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.